Ich habe mir heute mal überlegt, wie man aus so einem Schweizer Notkocher, das ist der Notkocher 71, der hat mich 6 Euro gekostet, überlegt, wie man, wenn das Brenngel darin zu Ende gegangen ist, wie man den noch weiter benutzen kann. So, dann, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich werde mal sehen, ob das, was ich dann da reingefüllt habe, ob das schneller brennt als das Original Brenngel. Ja, wollen wir mal sehen. Also, genau gesagt, nehme ich hier eine Tasse mit genau 300 Millilitern. Dann werde ich mal den Original Notkocher auspacken. Das ist das Brenngel. Die machen mir keinen sehr zuverlässigen Eindruck, aber ich versuch's.
weiß nicht, ob man das sehen kann, aber die ersten Bläschen bilden sich schon in der Tasse. Steigen auch die ersten Bläschen auf. Ist immer was los vom Haus. Ich habe übrigens diese Tasse mit Ofenrohrlack lackiert und das halt die Rückstände, die beim Verbrennen entstehen, davon ab, sich an der Tasse festzusetzen. Das heißt, beim nächsten Abspülen mit Wasser werden die einfach weggewaschen. Was man sonst so kennt, dass man die immer schrubben muss, um die wieder blank zu kriegen. Da sind Feld dabei. Nach fast 7 Minuten haben wir also das Wasser zum Kochen gebracht.
Jetzt nehme ich den hier, den ehemals Notkocher Nummer 7. Darin habe ich ein bisschen Holz und habe ihn hiermit voll gemacht. Grillanzünder. Ich mache noch ein bisschen was nach. Ich habe das mal gestern ausprobiert. Man könnte ihn aber auch voll machen. Deckel drauf, denn der ist wasserdicht. Die Tasse ist wieder schön kalt. Ich kann sie anfassen. Jetzt schütte ich wieder genau 300 ml drin. Und zünde es an. Das ruft schon mal nicht schlecht. Yummy. Jetzt sehe ich schon auf dem Boden der Tasse die ersten Bläschen. Die Hitze, die davon aufsteigt, ist eine ganz andere. Die ist wesentlich intensiver. Also ich habe es noch nicht genau ausprobiert oder getestet, ob das mit diesem Grillanzünder besser funktioniert. Aber die Hitze ist wirklich eine, ich habe das Gefühl, die ist so um die ca. 10 bis 20 Grad heißer. Da muss man schon ein bisschen Abstand von halten. Und wenn das Experiment vorbei ist oder ich das Wasser zum Kochen gebracht habe, gibt es eine kleine Tomatensuppe. Thank you.
dieser Notkocher 71, nicht 7. Dieser Notkocher 71 ist übrigens von der Schweizer Armee. Also ist wieder so was Pfiffiges von den Schweizern. Mal wieder. Ich bin jetzt bei kurz vor 4 Minuten und ich sehe unheimlich viele Bläschen in der Tasse drin. Das wird wohl kaum noch eine Minute dauern, denke ich mal, bis das richtig anfängt zu kochen. Na, die ersten Bläschen steigen auf. Na, dauert wohl doch was länger. So, jetzt fängt es an zu kochen. So. 6 Minuten, also eine Minute kürzer. Tomatensuppe. Und zu Tomatensuppe gibt es ein paar Röstzwiebeln.
Das wird nur noch ein bisschen dauern, bis die Tomatensuppe durchgezogen hat und ein bisschen abgekühlt ist, aber ich probiere mal einen Löffel. Nicht schlecht. Also, so eine Idee mit dem Notkocher 71 im Original, wenn man den verbraucht hat, ihn anschließend mit so einem Grillanzünder zu füllen und ein bisschen Holz reinzutun, scheint gar nicht mal so verkehrt. Man erspart sich die 6 Euro. Also 6 Euro ist schon ein Knaller für so einen Notkocher. Und der scheint sich ewig zu halten. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal in Betrieb gehabt, nachdem ich den nachgefüllt habe. Und der hält. So, ich lasse meine Tomatensuppe noch ein bisschen abkühlen. Bevor ich sie dann verspachtel. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube beim Bushcraften, beim Experimentieren. Ich würde mich über Kommentare freuen, Bewertungen. Und wenn der eine oder andere mag, dass er sich gerne meinen Kanal abonniert. Bis die Tage. Tschüss.